willkommen bei der Foodschau. Jetzt muss ich gerade mein Mikro mal richtig stellen. Und willkommen Milka Zarte Momente. Die Milka Zarte Momente sind ganz neu, steht ja auch ganz fett oben drauf. Gibt es jetzt schon in den ersten Läden, soll es auch bei Netto angeblich geben? Habe ich bei uns komischerweise nicht gefunden, auch nicht bei Rewe und Co. Ich habe sie von World of Sweets, die haben mir die nämlich zugeschickt und haben gesagt, darfst du schon mal probieren, brauchst du dir nicht kaufen, brauchst du nicht rumfahren. Finde ich immer ganz cool, wenn es da Online-Shops gibt, da lohnt es sich auch mal ein bisschen mehr zu bestellen. Ja, und jetzt zeige ich die euch mal. Ich habe die gerade schon mal in der Nahaufnahme gemacht und ich kann euch eins schon mal sagen, die Optik ist schon gut getroffen, die hier drauf ist. Also hier ist nicht irgendwie ein Fake-Bild genutzt worden, großartig. Aber da könnt ihr euch nämlich jetzt gleich mal in der Nahaufnahme anschauen. Was erwartet euch? Es ist eine Mischung aus Alpenmilchschokolade mit gefüllter Alpenmilchschokolade mit ganzen Nüssen und mit Karamell und mit Oreo und mit Toffee und mit Mandeln. Es ist genug drin, ihr habt genug Auswahl. Hier sind 19 Pralinen drin, alle aus 100% Alpenmilchschokolade mit Coca-Life-Kampagne. Die kenne ich noch gar nicht von Milka. 19 Stück, wie gesagt, waren drin. 169 Kalorien hat so eine Packung. Und ihr habt 540 Kalorien auf 100 Gramm. Wie sieht das im Inneren aus? Die könnt ihr so aufmachen. Dann habt ihr hier diese einzelnen Teilchen drin. Das ist zum Beispiel die klassische. Die sind farblich alle auseinandergehalten. So wisst ihr auch immer, welche Version ihr habt. Ja, ich denke mal, ihr müsst dann alle, wie sagen wir drin, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, 12, also habt ihr alle dreimal drin. Oh, Kopfrechnen. Ha! Ja, ich gehe jetzt mit euch schnell in die Nahaufnahme und dann probier mal alle 6 Sorten zusammen. Das ist, glaube ich, auch mehr genug als Schokolade. Aber wichtig ist ja, wie es schmeckt. Also, bis gleich, ab in die Nahaufnahme. So, und die zarten Momente schauen wir uns einmal an. So soll es aussehen. Und wir fangen an. Klassisch Oreo. Ja. Das müsste dieses Crunch irgendwas sein. Ich habe es ganz vergessen schon wieder. Mandelkaramell. Toffee. Mit Mandelkaramell müsste das sein. Mandelkaramell, Toffee, ganze Nuss. Ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist wieder so viel drin. Hier seht ihr natürlich das Karamell. Das ist schon cool. Ne? Das läuft schon richtig schön. Und... ja, die ganze Nuss. Also an sich optisch alle getroffen. Wir schauen einmal auf die Zutaten und die Nährwerte. Dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Das ist natürlich ein Mix. 19 Pralinen sind drin. Hier seht ihr das auch nochmal alle. So sollen sie halt aussehen. Mandelkaramell ist also dieses Ding hier, wo da diese Stippen drin sind. Also das da. Oreo, okay, sind größere Oreo-Stücken, also es ist kein Weltuntergang. Jetzt geht hier der Kirchentag wieder los bei uns. Und hier seht ihr halt diesen geilen Karamellkern. Den finde ich wirklich persönlich fast am geilsten. Ja, und jetzt probieren wir sie mal zusammen. So, wir sind ja da. Ihr habt es gesehen. Optisch haben sie es alles richtig gemacht. Ich stelle mir das jetzt mal so rum, damit ich weiß, was ich jetzt eigentlich nehme. Ich nehme mir das. Was ist das? Ich tippe auf Alpenmilch. Das ist also die klassische Milka-Schokolade, wird das einfach sein. Und ja. Also die klassische Alpenmilch, wo ihr nichts Besonderes habt. Also es ist die Milka-Schokolade. Wer Milka-Schokolade mag, eine ist da drin, 3 Stück sind da drin. Habt ihr genug Auswahl. Wir nehmen... weißer Kern mit Keksstücken drin ist Oreo, genau. Ist die Oreo-Version. Schmeckt wie eine Oreo-Milka. Also wirklich Oreo-Milka in klein. Crunch schön, schmeckt milchig. Schmeckt nach Schokolade. Wir nehmen diese. Da braucht man, glaube ich, auch nicht lange gucken. Es ist eine ganze Nuss drin. Was wird das also sein? Es wird sein Milka ganze Nuss. Das ist eine halbe Nuss. Ich habe es ja durchgeschnitten. Habt ihr ja in der Schnellaufnahme gesehen. Schmeckt. Kannst du nichts gegen sagen. Schmeckt genauso, wie man es kennt für die ganzen Nussmodelle. Und dann nehmen wir direkt mal die andere. Wieder eine Nuss drin. Aber Nuss mit Creme noch drüber. Die hier nicht ganz so viel zu sehen ist. Soll also Toffee ganze Nuss sein.
Ja. Schmeckt, glaube ich, wie Toffee, ganze Nuss. Könnte ein bisschen mehr Toffee oben sein. Und jetzt geht es in die letzten beiden. Wir nehmen einmal dieses. Das sollte sein. Mandelkaramell. Mhm. Lecker. Da hast du auch schön was zu tun. Crunch schön. Gibt einen schönen Geschmack. Und was ist das wohl, wo jetzt schon die Karamell leicht rausgelaufen ist, weil ich draußen war, um das Video zu machen. Da hat man es nämlich gesehen, wie es gelaufen ist. Ist die richtige Karamellversion. Na, guck mal, ist das wirklich schön? Ja, so muss Karamell sein. Nicht das geilste Karamell, trotzdem lecker. Also mit der Mischung macht ihr nichts falsch. Die gibt es auch noch in der Mischung Oreo, also wo ihr nur die Oreos drin habt, wenn ihr das wollt, da gibt es die auch noch. Und jetzt gibt es die, glaube ich, nur in der Nussversion, wo ihr die ganzen Nussversionen nochmal einzeln drin habt, ohne die Oreo und ohne die Karamell und Alpenmilch. Ich persönlich finde die Mischung sowieso am besten, also ich würde mir die anderen gar nicht zulegen, weil das ist mir zu einheitlich. Hier habe ich eine schöne Variation. Könnt ihr zuschlagen, wie gesagt, findet ihr jetzt im Online-Shop von World of Sweets. Wenn ihr sie nicht suchen wollt in euren Supermärkten, dann könnt ihr sie bestellen. Oder ihr schlagt halt irgendwo im Supermarkt zu, wenn ihr sie da entdeckt. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung, gibt 4 von 5 Punkten, ist ein schöner, leckerer Mix von Milka, wo ihr wirklich schöne Auswahl habt. Ist eine nette Idee. Ich sage jetzt auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn euch das mit dieser Schnellaufnahme gefallen hat, das probiere ich mir ja gerade so ein bisschen aus, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, so eine Idee, da ein bisschen Lockerheit ins Video reinzubringen. Mal gucken, wie mit Musik unterlegen oder ohne Musik. Das muss man so ein bisschen rumspielen. Aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben da lassen, Glocke aktivieren, Abo hier, Abo da und gerne hier eins der beiden Videos anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Bob von der Foodschau.